Powered by TBF, Global Asset Management. Am Wochenende stand das letzte Heimspiel der Saison auf dem Programm. Vor dem Spiel wurden noch die Personen verabschiedet, die nach dieser Saison die Thalwiesen-Elf verlassen. Zunächst Achim Prilip als Physiotherapeut, danach Daniel Niedermann, der nach Pfullendorf wechseln wird. Und es ging weiter mit Laurin Toos, der in die Regionalliga zum Balinger SC wechselt, und Dennis Klose zum Ligakonkurrenten Villingen. Damit endet auch die Karriere von Kapitän Tobias Bertsch, der nach 8 Jahren auf der Thalwiese aufhört, und am Ende wurde noch ein gemeinsames Gruppenbild gemacht. Doch nach diesem Highlight vor dem Spiel ging es auch mit der Partie los. Pforzheim wollte unbedingt weiter punkten und die Saison gut abschließen. Ähnliches galt für Riedersing, doch die erste Möglichkeit hat Pforzheim in der 2. Minute. Es ging weiter. Die nächste Möglichkeit gehört wieder den Gästen. Langer Einwurf in der 5. Minute. Ball wird nach außen geleitet über die linke Seite. Riedersing sehr geschwächt, hat viele Wechsel, und der Ball, Dennis Klose, ist noch zur Stelle. Riedersing hatte beim Spiel gegen Pforzheim nur 2 Feldspieler auf der Bank und hatte somit wenig Möglichkeiten zu rotieren. Doch aufgeben wollte man sich nicht. Nach Druck auf die Pforzheimer brachte man auch in der 10. Minute zur ersten Torannäherung, die aber nicht wirklich gefährlich wurde. Dies sah anders auf Pforzheimer Seite aus. Klose mit dem Ball auf Rasmus, der vertändelt den Ball an den Pforzheimer. Dieser legt ihn quer und Dennis Klose gerade wohl noch mit den Fingerspitzen an den Pfosten. Ein Großteil des Spiels spielte sich im Mittelfeld ab, wenig große Chancen. In der 29. Minute die nächste Möglichkeit für Pforzheim, aber der Pfosten rettet Riedersing vor dem Gegentor. Dann springen wir schon in die 74. Minute. Wenig passiert zwischenzeitlich und Pforzheim hatte die nächste Gelegenheit. Freistoß direkt aufs Tor und Dennis Klose rettet den halbhohen Ball. Auch wenn wir jetzt schon am Ende der Partie sind, ist es noch lang nicht vorbei. Die Schlussphase hatte nochmal einiges zu bieten. In der 87. Minute zunächst ein Eckball für Pforzheim. Der wird scharf hereingetreten und geht knapp am Tor vorbei. Doch Riedersing hat auch nochmal eine Möglichkeit. Knapp 40 Sekunden später der direkte Gegenangriff Brian Ernst auf Albert Marley. Der zieht am Pforzheimer vorbei, ist außen durch, legt quer und Nathan Malonga ist zur Stelle. Und was für ein Tor in der 88. Minute für die Thalwiesen-Elf. Mit der gefühlt 2. oder vielleicht auch 1. richtigen Chance aufs Tor sitzt der Ball im Netz und somit geht man in Führung. Und kurz danach war dann auch Schluss. Heute wurde die Effektivität belohnt und man behielt 3 wichtige Punkte auf der Thalwiese und hat somit 52 Zähler auf dem Konto. Am Wochenende geht es nach Freiburg zum letzten Spiel der Saison.